Herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde, hier im UTC Laville beim Finale des Masters-Turniers im Einzel und im Doppel. Mein Name ist Marc Landau und ich werde euch heute bei beiden Finalpartien durch das Programm führen, werde natürlich versuchen, einige Zaungäste, einige Zuschauer hier vors Mikrofon zu holen. Wie gesagt, hier bereits beim Einspielen die beiden Finaldoppeln. Im Hintergrund sehen Sie links mit dem roten Shirt, das ist Filip Marković, ein junger Spieler vom Alt-Erla TC, serbischer Herkunft. Sein Partner rechts außen, zu dem komme ich dann im ganz besonderen Fall zu sprechen, das ist René Glatzel vom Schwechater TC. Ganz besonders deswegen, denn er hat sich sowohl im Doppel als auch im Single fürs Finale qualifiziert. Also ein unglaublicher Lauf, den hier René Glatzel beim Masters hier 2014 gestartet hat. Im Vordergrund allerdings, das sind die Papierfavoriten, sage ich mal. Links ein Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Er hat bei TC Ostlieb vor einigen Jahren Meisterschaft gespielt, Reinhard Beusitz, ehemaliger Top 50 Spieler in Österreich. Ja, also das ist sicher ein klasse Mann, der hier auch, wenn es sein muss, das Doppel alleine entscheiden kann. Sein Partner auf der rechten Seite mit dem violetten Shirt, das ist Martin Panzenböck aus Grillenberg. Und er ist eigentlich ein Doppelspezialist. Es wird dann sicher ein recht interessantes Doppel, denn die beiden Doppeln haben bereits in der Vorrunde, in der Gruppenphase gegeneinander gespielt und da gewannen Beusitz und Panzenböck sehr klar in zwei Sätzen. Den Bericht habt ihr ohnehin auf der Hobby-Tennis-Tour-Seite lesen können. Da gab es ein bisschen Zoff zwischen Glatzel und Beusitz. Vielleicht ist da noch nicht die letzte Rechnung beglichen. Umso brisanter jetzt eben dieses Finale, wo sich diese beiden Doppeln erneut gegenüberstehen. Ja, ich werde jetzt ein bisschen herumschauen, vielleicht kriege ich ein paar Zuschauer vors Mikrofon, die Prognosen abgeben, Tipps abgeben und wir kommen dann zum Spielbeginn wieder. Für beide Matches, oder? Beide Matches, bei den Asien, vor allem dann, wie oft die schon gegen Mann gespielt haben. Und ja, die letzten Siege der letzten Jahre. Ich mache das, wenn das angefangen hat. Warst du das auswendig? Ob schon einer im Single und Doppel in einem Jahr war? In einem Masters-Finale war in einem Jahr. In den letzten Jahren? Nein. Nein, hat er. So, ich habe gerade kurz mit dem Turnierorganisator Klaus Lippert gesprochen. Er hat gemeint, es ist das erste Mal, dass ein Spieler sowohl im Einzel als auch im Doppel im Masters-Finale steht. Also auch für René Glatzel und für die ganze Hobby-Tennis-Tour ein absolutes Debüt. Er steht im Finale des Single-Bewerbs und im Doppelbewerb. Sein Partner Filip Marković bereits sehr angespannt, aber natürlich auch hochmotiviert hier für dieses Doppelfinale, das wir natürlich hier bringen. Verzeiht er natürlich ein bisschen die Kameraperspektive. Es ist das erste Mal, dass wir hier mit Kamera vor Ort sind. Wir haben ein paar Probleme gehabt im Vorfeld, ein gutes Bild
einzubringen. Es ist jetzt nicht unbedingt die gesamte Platzperspektive offen, aber ich glaube, wir werden daran arbeiten, wir werden das verbessern und ihr werdet sicherlich auch trotz dieser Perspektive tolle Ballwechsel heute zu sehen bekommen. Klaus Lippert macht hier noch Fotos für die Homepage. Ein sehr engagierter Turnierveranstalter, der akribisch für jedes Turnier, wie gesagt, sehr viel dokumentiert, fototechnisch, aber auch, er ist ein begnadeter Verfasser von Kolumnen, von Berichten, da ist er bekannt, der Klaus Lippert. Ja, und jetzt werden die beiden Doppel noch einmal zu einem Fotoshoot geholt. Bin gespannt, inwieweit sie sich von diesem medialen Interesse gestört fühlen oder vielleicht manchen Spielern beflügelt das, ja, richtig. Ja, also Manti Batzenböck, der wirkt schon sehr angespannt links außen. Der ist sehr nervös, das merkt man schon. Aber klar, beide Doppel wollen natürlich das Gold holen, diesen Riesenpokal, den wir dann natürlich auch einfangen werden. So, es geht los. Glatzl, Markovic haben die Wahl gewonnen. Aufschlag Markovic. Muss über den zweiten Aufschlag gehen. Geht schon mit Tempo zur Sache. Während der Reinhard Beuys jetzt bereits hier eingreift und den Punkt macht. Im Doppel gelten ja hier auf der Hobby-Tennis-Tour die No-Add-Regeln. Das heißt, bei Einstand hat dann der Rückschläger die Wahl des Returns und der gewonnene Punkt ist somit auch das gewonnene Spiel. Geht es bereits an den Mann. Und das habe ich Ihnen gesagt, diese Scharmützeln, diese kleinen Stänkereien, die es bereits im Vorfeld gegeben hat bei dem Spiel, das fängt bereits früh an. Da bin ich gespannt, was das noch für Auswirkungen hat in diesem Doppel. Gehört aber dazu, muss man dazu sagen. 15 beide. Da sieht man wieder, man muss hier rechtzeitig den Ball treffen. Dieser schnelle Optikhort verzeiht hier wirklich wenig. Also da hat man bei weitem nicht so viel Zeit zum Ausholen, zum Schlagen, wie auf einem langsamen Granulat oder Sandplatz. Und da haben es natürlich die Spieler mit den flachen, harten, schnellen Grundschlägen natürlich die Vorteile. Da hat Filip Markovic, der wirklich gut dagegen hält, Reinhard Beuys jetzt überrascht, 30 beide. Zweiter Aufschlag. Das sind eben leichte Fehler, die man sich gegen so einen Top-Doppel wie Beusitz-Banzenböck bei eigenem Aufschlag noch dazu einfach nicht leisten kann. Und das ist jetzt ein Sprengball für Banzenböck-Beusitz als Nummer 1 gesetzte Doppel. Und dieser Netzangriff, dieser überraschende, nach diesem hohen Return geht jetzt an Beuys-Banzenböck, die gleich zu Beginn
dem aufschlagenden Filip Markovic und seiner Partnerin Glatzl das Service abnehmen und 1:0 hier in Führung gehen. Ja, also das Finale im Doppel ist jetzt mit ca. 15 bis ja, ca. 20 Zuschauern besucht. Einige Familienangehörige der Spieler da, aber auch einige Spieler der Hobby-Tennis-Tour. Klaus Lüppert natürlich hier am Live-Spielstand-Block hält uns hier am Laufenden. Aufschlag jetzt Beusitz. Der ist out. Also es wird sicher darauf ankommen, wie er das Aufschlagspiel hier besser halten kann. Ja, Renat Beusitz, der lässt da beim Volley nichts anbrennen. Geht natürlich auch hier auf den Mann. 15 beide. Da passt Banzenberg wieder nicht auf, also der ist noch nicht so fokussiert, der ist noch ein bisschen nervös im Spiel und wird jetzt des Öfteren überrascht hier am Netz. Aber das ist klar, man hat Druck, wenn man mit einem ganz guten Spieler spielt, dann sind die Erwartungen einfach hochgeschraubt. Und dann steht man selbst auch etwas unter Druck. Leider out. 30 beide. Ja, Renat Beusitz hat im Vorfeld gesagt, das ist sein großes Ziel hier, das Masters zu gewinnen und diesen Riesenpokal mit nach Hause zu nehmen. Der hat ja heuer Kitzbühel auch gewonnen im Single. Das ist ja quasi der größte heimische Sandplatzerfolg, wenn man das Turnier mit der Profitour vergleicht, ist Kitzbühel ja in Österreich das Sandplatzturnier schlechthin. Und jetzt aber ein brenzliger Zwischenstand, 30-40, Breakball für Glatzl Markovic. Ah, ja. Wie gesagt, diese Chance müssen sie nutzen. Jetzt ist das, tritt das No-Add, die No-Add-Regel ein und den Return wählt jetzt Filip Markovic. Man setzt also auf die Vorhandstärke des Serben. Sehen Sie bereits diese Emotionen, die da im Spiel sind. Und da befreien sich die Favoriten aus dem Breakball, aus dieser prekären Situation. 2:0 für Beusitz Panzenböck. Aber wie gesagt, diese Games, die gehen relativ gleichwertig über die Bühne. Also da geht, wie gesagt, kein Team, das da souverän bis jetzt die Games gewinnt. Also vorher, da war was drinnen, sowohl für Glatzl als auch für Markovic. Jetzt auch beim zweiten Aufschlag geben dieses Spiels. Jetzt heißt es einmal dranbleiben und den ersten Spielgewinn verbuchen für Glatzl und Markovic. Nicht aufgepasst, den muss er wegmachen, den Wolli. Und
Da braucht sich auch Banzmer gar nicht mehr viel bewegen. Er lässt einfach hier die Vorhand peitschen und spielt Markovic aus.